Herzlich willkommen bei Konzepte und Heilkunst. In diesem Video erfahren Sie, warum Schüssler Salz Nummer 10, Natriumsulfuricum, extrem wichtig für den menschlichen Organismus ist. Bleiben Sie dran und machen Sie sich bereit. Es wird spannend. Versprochen. Möglicherweise stellen Sie sich gerade die Frage, warum der menschliche Organismus diesen Mineralstoff überhaupt benötigt. Hier sehen Sie die wichtigsten Eigenschaften von Natriumsulfuricum dargestellt. Natriumsulfuricum ist der wichtigste Mineralstoff, wenn es um die Entschlackung und Reinigung des Körpers geht. Schüssler Salz Nummer 10 ist sozusagen der Betriebsstoff der Leber. In der Leber werden Schadstoffe umgebaut und ausgeschieden. Andererseits werden wichtige Stoffe wie Glykogen und Retinol in der Leber gespeichert. Ein Mineralstoffdefizit bringt die Leber in Zugzwang. Es können nicht mehr alle lebenswichtigen Vorgänge vollumfänglich durchgeführt werden. Neben den bisher besprochenen Eigenschaften ist Natriumsulfuricum auch für den abbauenden Flüssigkeitshaushalt und den Schadstoffabtransport im Gewebe zuständig. Fehlt dieser Mineralstoff, kommt es zu Schwellungen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den übernächsten Mineralstoff, Calciumsulfuricum, hinweisen. Bei Schwellungen, Schadstoffansammlungen und verdichtetem Gewebe ist möglicherweise zusätzlich Schüssler Salz Nummer 12 notwendig. Damit Sie die nächsten Mineralstoffe nicht verpassen, sollten Sie jetzt diesen Kanal abonnieren. Übrigens, an dieser Stelle möchten wir noch darauf hinweisen, dass Sie bei allen Krankheiten, Leiden und Beschwerden sicherheitshalber einen Arzt aufsuchen müssen. Vermeintliche Kleinigkeiten können sich bei genauerer Betrachtung als größeres Problem herausstellen. Mangelt es den Körperzellen an feinstofflichem Natriumsulfuricum, kann das Folgen haben. Ein Defizit kann angeboren oder erworben sein. Am Ende des Videos haben wir eine Geschichte für Sie vorbereitet, damit Sie sehen können, wie sich ein zu hoher Verbrauch über die Jahre hinweg auswirken kann. Schauen Sie sich also das Video bis zum Ende an. Wie bereits beschrieben, geht es bei Natriumsulfuricum um den schadstoffbedingten Juckreiz. Falls Sie im Internet auf eine Einnahmeempfehlung für Neurodermitis stoßen, die kein Natriumsulfuricum enthält, wird die Einnahme mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von Erfolg gekrönt sein. Immer wieder hört man die Aussage, Schüssler Salze habe ich ausprobiert, hat aber nicht geholfen. Woran kann das liegen? In der Regel wurden die falschen Mineralstoffe in zu geringer Menge über einen zu kurzen Zeitraum genommen. Möglicherweise wurde die äußere Anwendung übersehen und vermutlich fehlten auch flankierende Maßnahmen. Aber nun wieder zu den Beschwerdebildern, die zu Natriumsulfuricum gehören. Es geht hier zum Beispiel um Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Ulcus cruris. Bitte beachten Sie, dass Salz Nummer 10 hier nur eines von vielen Bausteinen ist. Bei diesen Beschwerdebildern sind die Profis gefragt. Außerdem ist hier eine gewisse Hartnäckigkeit und Disziplin erforderlich. Fehlt dem Körper Natriumsulfuricum, kann es zu grünlichen Absonderungen kommen, wie zum Beispiel grüner Schleim, Bläschen mit grünlicher Flüssigkeit, grünlicher Ausfluss. Auch nach einem Hämatom, das sich gelblich-grünlich gefärbt hat, ist Natriumsulfuricum innerlich und äußerlich die richtige Wahl. Wie bereits erwähnt, geht es aber auch um geschwollene Hände und Füße, Ödeme und Schadstoffdickleibigkeit. Schadstoffe können nicht mehr adäquat abtransportiert und ausgeschieden werden. Auch die Sonnenallergie hat ihren Ursprung in der Schadstoffbelastung unter der Haut. Scheint die Sonne auf die Haut, wird das Körpergewebe erwärmt und geweitet, was die Schadstoffe mobilisieren kann. Den Bezug zur Leber hatten wir bereits angesprochen. Die Leberwerte können sich verschlechtern und es kann zu hohen Cholesterinwerten kommen. Bezüglich Cholesterin gibt es noch weitere Mineralstoffe, die in Frage kommen, zum Beispiel Nummer 9, Nummer 17 und Nummer 27. Fehlt es an Natriumsulfuricum, kommt es zu einer Verschlackung mit stinkenden Winden und/oder Durchfall. Kommt es zu Katerkopfschmerz aufgrund einer durchzechten Nacht oder nach einem feuchtfröhlichen Bierzeltbesuch, so ist ebenfalls Nummer 10 an der Reihe. Ist die Leber nicht mehr in der Lage, sich um die Glykogenspeicher zu kümmern, kann es zu Diabetes Typ 2 kommen. Ich gebe es gerne zu. Bei Diabetes Typ 2 gibt es noch eine Reihe weiterer Mineralstoffe, die zusätzlich eingenommen werden sollten. An dieser Stelle möchte ich auf die Profi-Ausbildungen bei Konzepte und Heilkunst hinweisen. Kommen wir nun zur sogenannten Antlitzanalyse.
Mit dieser Technik lässt sich auf einfache Art und Weise einschätzen, wie groß der Bedarf an Natriumsulfuricum ist. Je ausgeprägter bestimmte Zeichen im Gesicht sichtbar sind, umso größer ist der Bedarf. Bitte bedenken Sie, dass die typischen Merkmale im Gesicht nicht über Nacht entstehen. Oftmals baut sich das Mineralstoffdefizit über Jahre und Jahrzehnte auf. Die wichtigsten Zeichen für einen erhöhten Bedarf an Natriumsulfuricum sind die grünliche Gesichtsfarbe, die rötlich-bläulich gefärbte Nase und die geschwollenen Tränensäcke. Vielleicht kennen Sie den Spruch: Jemand hat sich grün und blau geärgert. Auf der psychischen Ebene ist der inadäquate Umgang mit starken Gefühlen eng mit diesem Mineralstoff verbunden. Auf der körperlichen Ebene ist die Beeinträchtigung der Leber nicht von der Hand zu weisen. Die grünliche Gesichtsfarbe sehen wir vor allem um den Mund herum. Das kann ein helles Grün oder ein dunkles Olivgrün sein. Die rötlich-bläulich gefärbte Nase wird landläufig oft als Schnapsnase bezeichnet. Die Ursachen einer etwaigen Leberbelastung können vielfältig sein. Es muss nicht immer der Alkohol sein. Die geschwollenen Tränensäcke sind ein gut sichtbares Zeichen, dass der Körper ein Problem mit der Schadstoffausscheidung hat. In der Regel bringt eine umfassende Lebertherapie eine deutliche Besserung mit sich. Vermutlich möchten Sie sehen, wie die typischen Zeichen im Gesicht in Wirklichkeit aussehen. Wir haben exemplarisch zwei Fotos aus unserer umfangreichen Bilderdatenbank ausgesucht, um Ihnen die charakteristischen Zeichen näher zu bringen. Im Bild links können Sie einen ausgeprägten, geschwollenen Tränensack sehen. Der Bedarf an Natriumsulfuricum ist hier bereits recht groß. Mit einer konsequenten Einnahme kann man die äußerlichen Zeichen zwar nicht wegzaubern. Allerdings ist es immer wieder erstaunlich, was sich verändern kann. Wenn Sie wissen möchten, wie die Tränensäcke nach 6 Monaten Einnahme aussehen, schreiben Sie in die Kommentare. Wir stellen Ihnen gerne die Vorher-Nachher-Fotos zur Verfügung. Im Bild rechts sehen Sie die ausgeprägte grünliche Farbe um den Mund herum. Eine hohe Einnahmemenge ist in diesem Fall unerlässlich. Begleitend zur Einnahme sollte aber auch nach der Ursache des Mineralstoffmangels gesucht werden. Möglicherweise besteht eine Erkrankung des Darms, was zu einer Rückvergiftung und einer Leberbelastung führt. Als Ursache kommen aber auch psychische Themen, Medikamente, eine erhöhte Schadstoffzufuhr oder eine Fehlernährung in Frage. Mit dieser Folie möchten wir auf einfache und verständliche Weise erklären, wie es zu einem Mangel an Natriumsulfuricum kommen kann und mit welchen Beschwerdebildern im Laufe der Zeit zu rechnen ist. Bitte beachten Sie, dass dies nur ein Gedankenmodell ist. Möglicherweise kennen Sie aber einen ähnlichen Fall aus Ihrem sozialen Umfeld. Die Geschichte geht so: Ein junger Mann fängt bereits früh mit dem Rauchen an. Probleme in der Schule und in der Familie lassen ihn immer wieder zum Glimmstängel greifen. Auch wenn er immer wieder Phasen hat, in denen er etwas weniger raucht, so ist sein Verbrauch insgesamt gesehen recht hoch. Bereits in dieser frühen Zeit muss sich die Leber intensiv um den Abbau und die Ausscheidung belastender Stoffe kümmern. Die Leber macht ihren Job, allerdings nicht kostenlos. Der Körper bezahlt für das Fehlverhalten mit wertvollen Mineralstoffen, die dem Körper verloren gehen. Aufgrund der mangelhaften Ernährungsweise ist der Körper nicht in der Lage, dringend benötigte Betriebsstoffe aufzunehmen. Nach der Schulzeit kommen zum Tabakkonsum weitere Genussgifte wie Alkohol und Drogen hinzu. Der junge Mann ist im sozialen Umfeld bekannt für seine Trinkfestigkeit und das ausschweifende Nachtleben. Allerdings zeigen sich nach einiger Zeit im und am Körper erste Funktionsstörungen, die auf den Raubbau hinweisen. Die Haut im Gesicht und am Körper altert vergleichsweise schnell und es zeigen sich erste Falten und bräunliche Flecken auf der Haut. Morgens nach dem Aufstehen sind die Tränensäcke gut sichtbar, wobei sich die Situation am Vormittag nur langsam bessert. Die Verdauung lässt arg nach und es gehen häufig Winde ab. Durchfälle sind keine Seltenheit. Im Alter von 32 Jahren nimmt der Mann eine Arbeitsstelle in der Druckindustrie an. Er ist verantwortlich für die Befüllung der Druckmaschinen mit den verschiedenen Lacken und Lösungsmitteln. Über den Tag verteilt atmet er ständig die giftigen Dämpfe ein, was die Leber zusätzlich belastet. Nach einigen Monaten wundert er sich, warum die Haut ständig juckt und überall am Körper Schwellungen auftreten. Der Aufenthalt in der Sonne ist nicht mehr möglich, da der Körper ansonsten weiter anschwellen würde und der Juckreiz unerträglich wäre. Als es immer wieder zu Müdigkeit, Leistungsschwäche und Übelkeit kommt,
beschließt der Mann, zum Arzt zu gehen. Bei einem Arztbesuch wird eine fortgeschrittene Leberzirrhose festgestellt. Im Arztbericht ist von einer Infaustenprognose zu lesen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like freuen. Zum Abschluss möchte ich noch ein wenig auf das Thema Abnehmen eingehen. Ich lese immer wieder in den sozialen Medien, dass jemand abnehmen möchte und nach super tollen Abnehmtipps sucht. Niemand kommt auf die Idee zu fragen, ob der Körper im Moment überhaupt in der Lage ist, abzunehmen. Dabei stellt der Abnehmprozess für den Körper eine echte Herausforderung dar. Grundvoraussetzung, um überhaupt abnehmen zu können, ist die Entschlackung des Körpers. Vielleicht haben Sie schon einmal vom sogenannten Jo-Jo-Effekt gehört. Sie starten mit dem Abnehmen und Sie merken auch recht schnell, dass sich etwas tut. Allerdings stellen Sie nach einiger Zeit fest, dass der Abnehmprozess zum Erliegen kommt. Grund hierfür ist, dass gelöste Schadstoffe wieder verpackt und eingelagert werden. Das Gewicht bleibt gleich oder steigt wieder. Damit Sie erfolgreich abnehmen können, sind folgende Bausteine wichtig: Körper entschlacken und Säure-Base-Haushalt regulieren, Schilddrüse und Verdauungsorgane stärken und Grundumsatz erhöhen, auf typgerechte Ernährung umstellen und auf eine ausreichende Trinkmenge achten. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Vergessen Sie nicht, dieses Video mit Freunden, Bekannten und Ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal.